Okay, also. Hallo, liebe Schachfreunde. Und heute wende ich mich tatsächlich an die Schachfreunde, aber natürlich auch gerne an alle, die es auch hoffentlich bald werden. Und also eine kleine Geschichte drumherum. Also eine Stellung, die ich hier zeige, die ja absolut unästhetisch ist und auch überhaupt nicht zum Lösen oder irgendetwas anregt, sofern man überhaupt eine Forderung wüsste. Aber wie ich immer so gerne sage, gibt's auch darum, geht es nur dann, ergibt es einen Sinn, wenn man eine Geschichte drumherum erzählt. Oder das macht halt die Geschichten, das macht diese Schachstellungen auch für mich spannend. Und auch Partien oder irgendetwas, die ich halt nur im Zusammenhang. Meine Stimme ist leider aufgrund einer Erkältung ein bisschen eingeschränkt, muss man in Kauf nehmen. Die Geschichte zu dieser Stellung, die geht ein bisschen verzwickter, als man es jetzt vielleicht zunächst annimmt, aber die erzähle ich auch erst im Anschluss. Nämlich, bevor ich nicht deutlich gemacht habe, dass also Erklären der Schönheit von Dingen in etwa dem gleichkommt, Witze zu erklären. Und wenn man Witze erklärt, dann hat man sie zugleich auch so ein klein wenig vernichtet. Und weil entweder erkennt jemand die Komik oder nicht, aber ich bin darauf jetzt zu stoßen. Und das ist eben so ein bisschen auch Kunst, Schönheit, Witz, Humor, wie auch immer. Aber ich bezeichne mich natürlich als Meister des Witzeerzählens und vor allen Dingen der hohen Kunst des Witzeverderbens, indem ich sie eben erkläre. Und trotzdem komme ich niemals daran vorbei, weil für mich eben diese Freude daran oftmals dann so groß ist. Also am Verderben vielleicht nicht, aber an dem Witz selbst. Und dieses illustriert sich natürlich an einem kleinen Beispiel. Und das kleine Beispiel geht eben so, also ich mag auch nur sehr kurze Witze, insofern wird man dann vielleicht eine längere Erklärung in Kauf nehmen. Also muss ich hier wieder einen Anruf kurz beiseite stellen. Der Witz geht natürlich so von meinem Vater und die Witze, an die erinnere ich mich halt am liebsten. Und halt auch diesen gewissen Humor und keine Ahnung, Vererbung und das. Jedenfalls erzählt er diesen Witz so. Do you speak English? Oui. Ja, wieso? Das ist ja kein Englisch, das ist ja Französisch. Ach, Französisch kann ich auch. Und dann muss ich halt immer hinzufügen, dass, dass es also diese Verblüffung, ausgelöste Verblüffung, also der Mann weiß zwar jetzt nicht genau, was ja auf Englisch oder auf Französisch heißt, aber erstmal können tut das natürlich sowieso. Und aber die Verblüffung, dass er oui sozusagen in der falschen Sprache geantwortet hat, nämlich auf Französisch, daran gleich die Erkenntnis knüpft, dass er eben offensichtlich beide Sprachen beherrscht, zu seiner eigenen Überraschung, was er bisher noch gar nicht wusste. Also er spricht Englisch und Französisch, obwohl er nicht so genau weiß, was ja auf diese oder jene Sprache heißt. Und da könnte man natürlich noch gerne etwas weiteres hinzufügen an Humor. So, also gründlich verdorbener Witz, aber in einer kurzen Zeitspanne insofern. Kein Erfordernis zu schmunzeln, was mir dann doch nicht verhohlen oder also ich muss dann halt trotzdem schmunzeln. Diese Stellung hier, und wie man weiß, bediene ich mich eben gerne bei Christian Hesse, mit dem ich auch schon Expeditionen in die Schachwelt, bei dem ich mich ja auch schon sozusagen hier, den ich hier auch schon gewürdigt habe, auf eine Art, selbst wenn er mir diese Mails beantwortet hat, auf eine Art, ja, wie auch immer, die eben auch sehr klug war. So, und da bediene ich mich halt sehr gerne und dann stöbere ich auch immer wieder da drin, aber natürlich. Also, es geht hier, die Vorgeschichte dazu ist sozusagen ein bisschen ein beispielloses Mirakel, also Wunder könnte man auch sagen, ist auch eine Komposition von Karl Friedrich Jänisch, die er unter dem Titel Der eiserne Käfig Tamerlans veröffentlicht hat und die Bestandteil einer historisch-fantastischen Novelle ist. Tamerlan,
als Verballhornung von Timur der Lahme, der von 1336 bis 1405 lebte, war ein mongolischer Eroberer und Gründer der Timuriden-Dynastie. Er beendete den Siegeszug der Osmanen, als er in der Schlacht bei Angara 1402 die Osmanen unter Sultan Bayazid I. vernichten schlug. Timur verschonte das Leben des Sultans zunächst und nahm ihn stattdessen in einem eisernen Käfig gefangen, worin der Sultan bis zu seinem Tod umhergetragen und zur Schau gestellt wurde. Also, diese Vorgeschichte ist eben entscheidend für diese Stellung jetzt auch. Und dass man jetzt sich vorstellen kann, dass man also sozusagen so stolz auf das Besiegen eines Feindes ist, dass man ihn eben nicht weder qualvoll noch sonst wie tötet oder etwas, sondern ihn stattdessen immer in einem eisernen Käfig herumträgt, damit die Leute einen dann immer bewundern und bestaunen können. Das mag ja sehr grausam, das ist ja auch noch vor dem Mittelalter, wie sagt man da, Mittelalter 13 irgendwas. Also jedenfalls ist es halt dann meinetwegen, wo man eben dann auch eine gewisse höhere Grausamkeit den Menschen noch unterstellt hat. Aber trotzdem kann man es auch irgendwie sich so ein bisschen, der hat einen so lange gequält und jetzt hat man die Chance zurückzuquälen, meinetwegen so interpretiert. Jedenfalls darauf basiert dieses kleine Schachproblem hier. Und die Aufgabenstellung ist nun, ja, könnte man fast sagen, irrelevant, weil es eine Zugfolge ist, die halt einfach eine gewisse Faszination auslösen muss. Vor allen Dingen im Zusammenhang damit, wie die Schussstellung dann aussieht. Und wer sich so etwas ausdenkt, also ich meine, das ist ja noch perfider fast, als diesen König da im Käfig herumzutragen. Weil ja der Schwarze hier natürlich so hoffnungslos auch unterlegen ist und jeder beliebige Zug wahrscheinlich matt setzen würde, wenn man es denn wollte. Also, es ist sozusagen längst entschieden, die Schlacht. Aber hier macht sich eben der Weiße einen Spaß daraus, den richtig schön zu quälen. Und das ist die Zugfolge, die man jetzt hier gleich bewundern darf. Und zwar, jetzt nenne ich natürlich noch die Forderung, und die lautet eben schlicht, matt in genau 10 Zügen. Und dass eben einem sozusagen jetzt verboten ist, hier schnell matt zu setzen. Ob es nun noch langsamer ginge, ja, das darf man wahrscheinlich nicht ausschließen, aber dieses wunderschöne Matt in 10 Zügen auch in der Komposition mit dem mit der Schlussstellung hat dann eben, sagen wir mal, ausreichend diesen perfiden Charakter. So, es geht los mit diesem Zug, also es löst überhaupt nicht und ich muss hier halt auf das Diagramm gehen. Es lädt nicht zum Lösen ein. So, und insofern wird hier nur vorgeführt. Man gibt halt dieses Schach, der Bauer schlägt, weil er nicht anders kann. Man gibt dieses Schach, der Bauer schlägt, weil er nicht anders kann. Man gibt dieses Schach, der Bauer schlägt, weil er nicht anders kann. Man gibt dieses Turmschach, der Bauer schlägt, weil er nicht anders kann. Man verwandelt hier in einen Läufer und bietet Schach. Nun muss der schwarze Läufer dazwischen, weil es keinen anderen Zug gibt. Jetzt bietet man noch rasch einen Turmschach und lässt sich diesen Turm auch noch schlagen. Nun bietet man noch rasch im achten Zug, schätze ich mal, hier einen Springerschlag, Schach, und lässt sich diesen auch schlagen. Nein, im siebten Zug. Im achten Zug lässt man sich den Läufer auch noch schlagen. Im neunten Zug lässt man sich die Dame schlagen. Und nun ist halt der goldene Käfig, der Eiskäfig ist fertig gebaut und es ist Schachmatt. Und natürlich, falls man nicht Schachmatt setzen würde, würde unmittelbar Schwarz auch die Partie gewinnen, weil man ja mit gegen 6, 7, wie viele Bauern sind? 7 müssen es ja sein. Oder 8? Das müssen alle sein, ja? Ne, 3, 6, 8. Ne, 3, 5, 8. Ja, 8, oh, das müssen alle sein. Weil er ja 8 Fluchtfelder hätte sonst. Ne? So. Also, das war die Geschichte und die absolute Schönheit dieser Stellung. Jetzt nehme ich noch mal ganz kurz Stellung zu diesem, allgemein diesem YouTube und den Kanälen und den Likes und alle, die hier was abliefern. Und ich schaue mir auch täglich Videos an und ich achte eben jetzt immer mehr darauf. Und dann sage ich eben, wenn sich jemand halt diese Mühe gemacht hat und mich auch damit ein wenig unterhalten hat, dann hat er es halt auch verdient, dass ich ihm den Like-Button zumindest, dass ich den betätige. Weil es ja, sonst würde ich ja nicht bis zu Ende gucken. Ich meine, ich kann auch sagen, das war Schrott. Dann schaue ich es ja entweder nicht zu Ende an oder wenn ich fertig bin, sage ich, okay, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Aber wenn ich es bis zu Ende schaue und vielleicht sogar auch ein weiteres Mal schaue,
dann nehme ich mir jetzt halt auch die Zeit oder diese Aufmerksamkeit, da ein Like zu hinterlassen. Und insofern freue ich mich natürlich auch darüber. Ich sehe natürlich an den Views, und die Views hat mir jetzt jemand gesagt, dass die, glaube ich, erst ab 30 Sekunden zählen, sodass also jemand, der jetzt überhaupt nur raufkommt und dann sofort sagt, ach, der Quatschkopf schon wieder, bitte weiter, nächste Video oder was ich auch immer machen möchte. Viele gute Sachen zu tun. Aber wenn man eben dann eine gewisse Zeitspanne drauf ist, dann zählt es eben als View. Und das kann man dann natürlich auch schon so interpretieren, naja, war bis dahin vielleicht schon sogar ein bisschen interessant. Sonst wäre ich ja weg gewesen. So, also, und Abos sind natürlich immer willkommen, sodass man sagen kann, auch von dem habe ich öfter schon mal geguckt, und dann kann er ja auch mir nochmal, wenn er was macht, mir das. So, das ist aber überhaupt nicht jetzt, das ist eben nicht vergleichbar mit dem Betteln an der Straße oder etwas, weil es eben hier definitiv nicht um Geld geht und mir auch dabei gar nicht, sondern einfach nur, dass man so in gewisser Weise halt, wenn man es macht, dann freut man sich halt auch über diese Anerkennung. Und wie auch immer, natürlich ist es jedem weiterhin freigestellt, sowohl das Schauen als auch diese Dinge zu hinterlassen. Wie gesagt, ich selbst bin darauf aufmerksam geworden. Und jetzt bin ich auch schon fertig für heute. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit.